Hallo Leute, heute gibt es ein kleines Infovideo zu FIFA 17 Foot Web App. Und zwar könnte sein, dass ihr bei der Web App auf dem Transfermarkt die Nachricht bekommt, dass ihr erstmal FIFA 17 auf der Konsole zocken müsst, bevor ihr den Transfermarkt überhaupt nutzen könnt. Und dies könnt ihr eigentlich ganz einfach umgehen, indem ihr oben im Link des Browsers das DE rauslöscht und dann nochmals Eingabe drückt, sodass die Seite neu geladen wird. Dadurch müsste der Transfermarkt dann eigentlich für euch freigeschaltet sein und ihr könnt endlich traden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, euer Vladi, bis zum nächsten Mal.